So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit den Seitenteilen. Vorab ein paar organisatorische Dinge. Erstens, ganz viele beschweren sich ja immer, dass wir mit Handschuhen flexen und bohren. natürlich tut man das eigentlich nicht, aber aus Erfahrung können wir behaupten, dass wir es trotzdem machen. Ich werde es auch nie sein lassen. So, ich habe mir schon wirklich oft genug in den Finger geflext und kann einfach sagen, es ist egal, ob Handschuh oder nicht Handschuh, es flext eh dadurch. Ne? Eine Sache, die ein bisschen was anders ist, wenn wir flexen würden, um zum Beispiel Unterbodenschutz abzumachen, mit einer Drahtbürste dran, wo du wirklich mit so einer Zopfbürste arbeitest, ja. Da ist das vielleicht immer was anderes, aber ich persönlich werde immer weiter mit Handschuhen bohren, flexen und so weiter. Ja. Gerade wenn es um diese dünnen Handschuhe geht. Das war organisatorisches Nummer 1. Organisatorisches Nummer 2, ihr habt euch ja teilweise um den netten Herrn beschwert, der da hinten in dem Zeitraffer auf der Werkbank saß. Das war in diesem Fall René, weil während eines Zeitraffers muss dieser Herr natürlich nicht weiter filmen und ich glaube, ihr überschätzt, wie lange so ein Zeitraffer ist. Ihr habt ja schon öfter mal gesagt, ihr hättet gerne eine Uhr. Wir nehmen uns immer wieder vor, eine Uhr irgendwo mal hinzustellen. Praktisch. Ja, wir können ja ungefähr sagen, wie lange wir jetzt brauchen. Ja. Und es ist nicht so lange. Es war jetzt nicht so, dass René da 2 Stunden auf der Werkbank saß. Oder? Es waren 15 Minuten, wenn es hochkommt. 15 Minuten. Ich hätte jetzt auch gesagt, das waren höchstens 15 Minuten. Und ja, ich sag immer, wenn du eine halbe Stunde lang so die Kamera festhalten musst, dann kann man ruhig sich auch mal eine Viertelstunde da hinsetzen und mal nichts machen. Weil es war wirklich nicht so lange als Zeit. Auch. Ja. Das ist 20 Minuten gewesen sein. Man hat ja gesehen, ich habe in der Zeit die Bierkiste geholt, wie ihr auch perfekt erkannt habt. deswegen. Ja, so. Jetzt zu den wichtigen Dingen. Und zwar, Seitenteil ist dran. Passt tatsächlich, zufälligerweise. Ja, es hat nicht gepasst, wir haben Neues besorgt. Genau, wir haben in der Zwischenzeit waren wir bei Herrn Schwan und haben nochmal eine Karosse entlackt. Nein, passt. Sieht schön aus. Ist jetzt gerade noch unverschweißt, wie man an dieser Kante hier sieht. Das ist jetzt unsere, wie wir gelernt haben, Absatzkante. Und da liegt aktuell wirklich einfach nur das Blech genau mit einer Blechstärke drauf. So, jetzt kommen wir aber zu dem Problem an dem Ganzen. Und zwar ist der Kombi, der Avant, haben wir jetzt ja auch gelernt. Ja, gelernt nicht, aber wir sollen es bitte doch immer erwähnen. Genau, ich werde weiterhin Kombi sagen. Für mich ist es ein Kombi und fertig. Ich glaube auch selbst die Leute von Audi sind nicht böse drum. Aber klar, eigentlich heißt es richtig Avant, Avant, was auch immer, Avant, was auch immer sagen will. So, nun ist aber das Problem. Der Kombi ist hier hinten um das Rücklicht rum breiter. Das liegt einfach daran, dass bei der Limo, jetzt haben wir leider vergessen, ein Rücklicht mitzubringen. Bei der Limo wird das Rücklicht hier reingesteckt und unter dem Rücklicht ist eine Blende, die das Ganze hier so kreisrund zumacht. Die liegt hier genau drin. Beim Kombi geht ja die Heckklappe zu und man hat quasi so eine Blechüberlappung über dem Rücklicht. Und das ganze Seitenteil ist an dieser Stelle breiter. Deswegen passt auch die Stoßstange vom Kombi hier nicht so richtig dran. Das heißt, wenn wir jetzt das Seitenteil hier rundum überall schön anlegen würden lassen, sieht man hier, dass hier locker ein Zenti zu weit raussteht. Praktisch können wir das Ganze aber auch jetzt nicht ignorieren, weil die Flucht von der Kante natürlich gerade bleiben muss. Das heißt, diese Höhe ist auf jeden Fall vorgegeben und wir müssen jetzt irgendwie an dieser Stelle nur das Seitenteil hier reintreiben. Also Hammer und reinhauen. Genau, und Feuergas. Nee, natürlich, wenn man mal, pass auf, wir machen mal hier einen Rollenwechsel. Wenn du von hier so reinfilmst, sieht man, dass das hier gerade noch relativ gerade ist. Eigentlich ist die Limo da ein bisschen runder geformt. Das heißt, wir werden jetzt probieren, das Ganze auch ein bisschen rund zu bekommen. Ja. Damit einfach das so zusammenwandert und diese Blechkante quasi eingezogen wird. Genau. Problem ist, wir können uns das Material nicht aus den Rippen zaubern. Das heißt, wir werden es ein bisschen einschneiden müssen. Mhm. Und das natürlich erstmal auf diese Flucht bringen. Und dann werden wir hier einen Spalt haben oder beziehungsweise einen Schnitt haben, den wir dann wieder zuschweißen. Genau, den man zum Glück nicht sieht, weil es komplett unsichtbar ist. Ja. So, das heißt, wir schneiden hier in der Mitte. Mhm. Relativ lang. Mhm. Und versuchen das Ganze ein bisschen reinzukriegen. Ja. Hier haben wir ja schon unseren Punkt. Hier ist ja die Absatzkante schon zu Ende. Das heißt, wir können es dann wirklich... Genau, die Höhe passt schon, wir müssen quasi nur jetzt nochmal... Genau, und dann dementsprechend muss die Kante auch noch ein bisschen angepasst werden und die Kante. Ja, da haben wir ein bisschen zu viel Material. Dann geht's los. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an zu flexen. Ja.
So. Das hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir gucken. Also das muss auf jeden Fall weiter ran. Und das Ganze muss, weil hier unten noch ein bisschen Spalt ist, auf jeden Fall hoch. Das heißt, ich würde sagen, wir hammern einfach mal ein bisschen. So, so hätten wir das Ganze nämlich grob gesagt am Ende. Gerne. Aber warte mal, wenn ich es mir jetzt so angucke, perfekt wäre es eigentlich, drückst du mir mal gerade dran. Passt eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ne, weiter, mit mehr Gewalt noch. Ich hätte es ja gerade schon so richtig gedrückt. Wenn wir es jetzt hier gerade anpumpen würden schon mal, ne? Ja. Weil die Kante ist jetzt gerade schon schön. Hier müssen wir leider nur ein Dreieck rausschneiden unter deiner Hand, dass wir das Ganze dann noch höher bekommen, weil hier unten gerade noch. Meinst du, es ist schon weit genug eingeschnitten? Ich habe es erstmal nicht ganz so weit eingeschnitten, weil wir müssen ja eh, da wir ja Material rausnehmen, von innen dann nochmal. Müssen wir eh ein kleines Pizzastück rausschneiden, so, ne? Ja. Deswegen. Ich würde als allererstes, glaube ich, wieder die Variante machen, dass wir es hier in Position bringen und es hier einmal anheften. Und dann weitermachen. Du musst die Höhe checken. So. Das ist manchmal immer bei Blecharbeiten das Einfachste. Man fixiert das Ganze schon mal mit einem Punkt. Wegschleifen kann man immer noch, damit man so grob sieht, was das Blech macht, wo es hin will und so weiter. Jetzt gerade würde ich sagen, ist hier noch gut Spannung drauf. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen weiter einschneiden. Bisschen massieren. Wobei ich glaube auch etwas. Einschneiden und ein bisschen reintreiben, so, ne? Mhm. Glaube ich. Ich nehme an, ich darf wieder flexen, ne? Ja. Eher von innen der Fall. Ja. Ich würde jetzt, glaube ich, man sieht so ein ganz bisschen, dass das Blech hier trotz Schweißpunkt einen Abstand hat. Ne? Mhm. Ich würde sagen, wir fixieren es hier mal und schleifen den mal auf. Ja. So, ich halte jetzt meinen Daumen direkt dahin, wo du schweißt. Genau. Die Haut ist ja gerade wieder heile. Immer. So. Wir müssen auf jeden Fall einmal kurz zeigen, wie cool das hier von innen aussieht. Hier sieht man unsere Absatzkante, wo wir nämlich auch von innen angezeichnet haben, wie wir das Blech klein schneiden. Es sieht schon professionell aus. Ich habe noch nicht geguckt. Doch, doch. So, wie das da so passt. Ich weiß gar nicht, wie es bei der alten aussah. So, oh, genau so. Schön. Da ist kaum Spalt hinter. Das sieht doch gut aus. So, jetzt flexe ich kurz den Spalt wieder auf. Jetzt musst du noch mal am besten unten an der Ecke noch. Mhm. Achtung. Yes! Ich würde sagen, mal noch mal zur Kontrolle oben eine auf der Ecke.
So. Fertig, das ist Spachtel. Ja. So, ich muss ehrlich sagen, film mal von hier so drauf, so dass man so gerade diese Kante sieht, was man eben gerade, was wir meinten. Das sieht schon extrem gerade jetzt hier aus. Mal umgemacht. Man könnte denken, wir machen das erste Mal. Ich mach's erst mal. So, okay. Das heißt natürlich, sobald wir das jetzt aufflexen, macht das natürlich wieder plomb. So, weil wir werden es natürlich jetzt nicht so gedengelt kriegen, dass es einfach so bleibt. Das war Baustelle Nummer 1. Jetzt müssen wir das Ganze hochkriegen. Also wir müssen jetzt diesen Spalt hier zukriegen. Das geht so natürlich nicht, weil ihr seht, hier ist kein Platz. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein kleines Stück rausschneiden, dass wir das hochgedrückt kriegen. Hast du mal eine Zange? Ja. Mach die mal hier unten irgendwo rein. Na, warte mal. Runter, ein bisschen hoch. Machen wir einmal los. Ja. So, ich würde sagen, jetzt können wir das Ganze noch so ein bisschen auf die gleiche Höhe klopfen. Mhm. Punkten dann das Ganze schon mal einmal fest. Ja. Hier noch ein bisschen das, genau. Bringen wir noch mal einmal ein bisschen auf die gleiche Höhe. Und dann müssen wir leider, bevor wir das endgültig verschweißen, auf jeden Fall würde ich sagen, einmal Türen einbauen. Ne? Ja. Also wir sind ja eigentlich ziemlich sicher, dass die Position so ganz gut passt, weil wir hier oben die Kante von der Limousine eigentlich getroffen haben. Aber es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn wir das Auto lackieren und dann passt die Tür eben nicht. Deswegen müssen wir es gleich auf jeden Fall noch einmal checken. Problem ist, nur die hintere Tür einmal bringt eigentlich rein gar nichts. Dazu die vordere eigentlich auch nicht. Genau, weil man sagt immer Spaltmaße von vorne nach hinten einstellen. Das heißt, wir müssen eigentlich mit dem Kotflügel anfangen. Dann die vordere Tür, dann die hintere Tür und dazu der Seitenteil. Ne? Wenn es aber das Seitenteil raus hatte. Ja. Sonst genau in umgekehrter Reihenfolge. Ja, okay. Das wird noch. Aber wir haben ja Übung von den Carbon-Türen. Ihr kriegt jetzt erstmal Zeitraffer. Wir schweißen das schon mal fertig und bauen die Türen ein. Auf jeden Fall schon mal erschreckend, wie schwer dann doch wieder diese Blechtüren sind, ne? Ja, Wahnsinn. Weil das sind nämlich tatsächlich die originalen, auch wenn es jetzt fast ein bisschen traurig ist, Limo-Türen von damals. Ich finde sie ja schön. Eigentlich cool, dass sie jetzt gerade erstmal wieder einen Einsatzzweck bekommen, ne? Weil ich habe ja schon mal gesagt, ich habe von den Originalteilen, also alles, was ich über die Jahre ausgebaut habe, nie irgendwas verkauft oder weggegeben. Ja, jetzt haben wir sie zum Glück und konnten die einmal reinhängen. Vielleicht müssen wir einfach nochmal grün lackieren. Ja. Aber da müssen wir nochmal, da kommen wir später nochmal drauf. Da haben übrigens, wo du es gerade sagst, es haben mehrere Leute nachgefragt, was mit deiner Limo ist. Ja. Da wollten wir eigentlich gerne mit dem Motor weitermachen.
Der ist ja eigentlich soweit fertig. Ja. Das heißt, Köpfe und Block sind fertig. Jetzt müssten wir zusammenbauen, einbauen. Ja, jetzt kam erstmal aber... Erstmal muss die zum Lackierer. Genau, das Auto muss jetzt erstmal zum Lacker. Dann haben wir eh wieder ein paar Wochen Zeit. Ja. Und bei unserem Pensum können wir dann nämlich schnell dann den Motor machen. So, war es notwendig, die Türen einzubauen? Zwingend für mich. Zwingend, ne? Ja. War ja erschreckend wenig Kommentare. Einer hat, glaube ich, geschrieben oder zwei. Wieso baut ihr die Türen nicht ein? Machen wir jetzt natürlich. Ist jetzt ein bisschen doof, weil theoretisch haben wir jetzt zwei Variablen. Einmal Seitenteil, einmal Kotflügel. Ne? Mhm. Aber so haben wir es jetzt, denke ich, ganz gut eingebaut. Und es passt, wie ich finde, gut. Ja. Also ist, man merkt auf jeden Fall beim Ranstecken schon, dass das, was wir erklärt hatten in dem Video, dadurch, dass Innen- und Außenradlauf komplett an dieser Kante wie original bleibt. Gegeben ist eigentlich. Gegeben fast, ist, ne? Kann das Seitenteil ja nirgendwo hin. Es kann weder schräg drin sitzen, weil die Kante in der Länge gerade ist. Es kann weder kippen, weil die Kante nach oben und unten gerade ist. Ja. Das heißt, es kann ja theoretisch nur vor und zurück und verdreht sein. Ja. Da wir aber so viele Punkte an den verschiedensten Ecken haben, denke ich mal schon, sind wir da an der maximal sichersten Version. Schneller passt auch schön. Genau. Ja, der hängt jetzt noch drüber. Der muss ein bisschen nach hinten geschoben werden. Noch, aber ich denke auch, da sind wir auf dem richtigen Weg. Was halt eh krass ist, ihr kennt das bestimmt, wenn man sich einmal mit dem Thema Spaltmaß an seinem eigenen Auto beschäftigt hat, kann man immer unmöglicherweise glauben, dass es vorher so war. So. Ja. Weil man denkt immer, das passt Serie, oder man denkt immer, es hat gepasst, bevor man es abgebaut hat, aber eigentlich war es ja meistens davor schon immer schlechter, als man eigentlich denkt. Ne? Aber wenn man jetzt eh nochmal dabei ist, kann man ja das Ja, klar, natürlich. Sehen. Dann können wir natürlich Türen reinhängen und zumindest das schon mal einmal so grob gegenkontrollieren, weil man sieht hier zum Beispiel, die alten Türen haben dann nämlich doch hier und da mal schon ein bisschen geschliffen über die Jahre. Ja, ich werde auch nie vergessen, wie wir diese Carbon-Türen über Stunden eingestellt haben. Das dürfte dieses Mal hoffentlich besser werden. Ja, vor allem du guckst jedes Mal beim Waschen und so halt auf. Ne? Ja. Nö, aber sonst finde ich schon, ist das schon fluchtig so, wenn man das so sieht. Das kann man alles schon gut machen. So. Bist du jetzt wieder im Besitz einer RS4-Limo? Ich würde hier Kit, Spachtel, Abfahrt so ungefähr. Ne? Nee, das ist schon... Das ist schon schön. So, jetzt haben wir allerdings einen Fehler gemacht. Was heißt keinen Fehler gemacht? Aber wir müssen es leider tatsächlich nochmal komplett wieder abnehmen. Mhm. Weil es gibt manche Stellen, wie hier zum Beispiel. Hier wurde das ja original punktverschweißt. Das heißt, damit wir das jetzt wieder punktverschweißen können, da wir leider nicht Punktschweißgerät, wie heißt das richtig? Widerstandspunktschweißen ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung. Ne? Okay, da wir diese Zange zum Schweißen nicht haben, müssen wir leider hier überall Löcher reinbohren, damit wir anschließend dieses Loch einfach wieder auffüllen. Ja. Danach ein bisschen glatt schleifen fertig. Das Gleiche müssen wir natürlich am Innenradlauf machen. Das heißt, hier sind zum Glück vom Ausbohren schon überall Löcher, aber da wird mit Sicherheit das eine oder andere auch noch fehlen. Ja. Das heißt, da müssen wir leider auch noch mal einmal final abnehmen, bohren und schweißen. Ja, nochmal 100% richten alles vom Meißeln. Hier und da ist noch eine kleine Macke, ne? Und dann müssen wir die alle wieder füllen. Und dann hat uns ja der liebe nette Herr Schwan noch was mit auf den Weg gegeben. Ja, also damals hast du wahrscheinlich, hast du, oder? Genau. Schweißprimer zwischengemacht. Ja. Hat, denke ich, meine ich, die Eigenschaft, dass der an dem Schweißpunkt selbst auf jeden Fall das so ein bisschen so verschmelzen soll, wie verzinnen von innen so quasi, ne? Ja, das ist richtig, richtig. Über Temperatur wird das richtig verzinnt. Ja, und läuft so richtig raus. Eigentlich funktionieren die ganz gut, genau. Er sagt aber jetzt bitte unbedingt lassen, weil wir da sonst Beschichtungsfehler beim KTL bekommen. Mhm. Also da, wo wir dann jetzt drauf sprayen, haben wir dann kein KTL. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Ich habe damals so richtig dick und fett Paste da reingeschmiert, also auch auf die ganze Absatzkante. Und das sah danach schon aus wie verzinnt quasi. Aber war 10 Jahre garantiert. War 10 Jahre garantiert. So, aber wenn der Schwan sagt, macht nicht, machen wir nicht. Wir hören auf ihn. Genau. So, weil wenn er sagt, lieber KTL da rein, okay, dann halt KTL rein. Wir müssen ja diese ganzen Stellen, also hier jetzt nicht, aber alles, was hier so unten rum ist, man kann jetzt ja durch die halbe Karosse noch durchgucken, da muss ja eh überall noch Sichtmasse vor und so weiter. Nach und KTL, genau. Man muss auch einfach an der Stelle so realistisch sagen, ich werde mit diesem Auto leider keine 100.000 Kilometer mehr machen. So, ich war tatsächlich mit dem alten Auto knapp 70.000 Kilometer gefahren. So. Wobei davon wahrscheinlich das Großteil in 8 Jahren waren oder so. Genau. Die letzten 2-3 Jahre. Die letzten Jahre weniger. Das heißt, das Auto wird wahrscheinlich eh nur noch Flugplätze sehen, irgendwelche Ausstellungen sehen und ab und an mal auf der Straße rumrollen. Da sprechen wir nochmal drüber. Aber definitiv kein Salz, kein Wasser und nix so, ne? Eigentlich ins Museum stellen und stehen lassen. Mhm.
Tja, okay. Also noch einmal ab, einmal vorbereiten. Ja. Und dann kann es endlich losgehen mit Schweißen. Wie gehen wir vor beim Schweißen? Ich würde die wichtigste Sache, das Radhaus passt, damit würde ich wahrscheinlich anfangen. Also natürlich klar, Spaltmaß erstmal wieder herstellen. Ne? Mhm. Und dann würde ich tatsächlich Stück für Stück überall. Wichtig ist halt, dass wir auf der Fläche auf jeden Fall nicht zu viel Temperatur reinbringen. Das heißt, wir werden es immer schweißen, kühlen. Mhm. Mit Wasser würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht machen. Man kann auch einen Schwamm einfach nehmen. Ja. Aber da wir hier blankes Blech haben, wird es dann natürlich nächsten Tag rosten. Das heißt, mit Pressluft kühlen einfach und dann Punkt für Punkt. Und schweißen halt, schweißen heißt in dem Fall halt auch wirklich nicht, wie man es vom Wickschweißen kennt, eine richtige Naht ziehen, sondern wirklich ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt. Ne? Haben auch einige geschrieben, Mick löten, ja, wäre toll, haben wir halt nichts für. Ja. Ne? Deswegen ist es bei uns das Gute. Mack. Ja. Und alles wieder raus. Ja.
Leute, das war's für heute Abend. Die eine Seite ist fast fertig. Die muss jetzt noch verzinnt werden, aber das seht ihr im nächsten Teil.